Wir haben letztes Jahr diese Recherche gemacht. Ja. Es war irgendwie 3 Monate war es tatsächlich nur. Mhm. Es war keine so lange Recherche. Wir haben 3 Monate daran gearbeitet und haben mit einer Gesichtserkennungssoftware, mit der Hilfe eben von Michael Colborn, das ist ein Bellingcat-Journalisten, haben wir nach Daniela Klette gesucht. Also wir haben dem Journalisten die offen zur Verfügung stehenden Bilder von Daniela Klette gegeben und gesagt, such mal danach und guck mal, ob du was findest. Diese Fotos sind so auf offenen Webseiten verfügbar, also nicht auf Facebook. Das sind jetzt keine Facebook-Fotos, die die Suchmaschine durchsucht hat, aber die Fotos von ihr, die im Capoeira-Verein, die waren auf der Website des Capoeira-Vereins. Da gibt es so Bildergalerien, da kann man sich durchklicken und da ist sie ganz offen und lächelt in die Kamera und postet für Fotos. Und wenn Sie fragen, was haben wir gedacht, als wir es gesehen haben, dachten wir, das kann sie nicht sein. Weil keine gesuchte Terroristin, die seit 30 Jahren auf der Flucht ist, stellt sich für irgendwelche Fotos zur Verfügung. Mein Kollege Patrick hat auch die These gehabt, der gesagt, Daniela Klette ist an ihrer eigenen Boomerhaftigkeit gescheitert.